doof. Eigentlich müsste das ja gut gehen. Vielleicht ist der Trick ja auch ein anderer. Okay, ich glaube nicht, dass der Trick ein anderer ist. Also einmal versuchen wir es noch. Wenn es nicht klappt, dann soll es nicht sein. Dann müssen wir mit drei Zahnrädern vorlieb nehmen, denn wir halten uns jetzt hier schon ziemlich lange mit dieser dummen Mission auf. So, nochmal die Crashbombe. Wir dürfen auch das Fahrzeug nicht wechseln, das wäre natürlich noch eine Möglichkeit gewesen. So, dann mal here we go. Na komm, was ist los? Da. Ich versuche erstmal das hier. Ich will jetzt das wissen. Oh, gib Gummi, gib Gummi. Nee, das ist schon wieder so schlecht. Hey, vergiss die Scheiße, Mann. Was ist das für ein Mist? Was ist das für ein Mist? Ich verstehe diese Mission nicht, wie man den besser meistern kann, wenn die Karre so... Oh, das nervt mich. Letzte Versuch, dann lasse ich's. Also sowas nervt mich wirklich, wenn ich dann nicht verstehe, woran es hapert. Wenn ich wenigstens verstehe, was der Weg ist, ist es okay, dann liegt sie an mir, aber... Wenn es nicht mal einen optimalen Weg gibt, dann sorry, dann weiß ich auch nicht. Ah, okay, vielleicht ist das der Weg. Das wäre zumindest persönliche Bestleistung. Es ist zumindest eine persönliche Bestleistung. Komm, ein letztes Mal. Wir fahren nochmal die Rampe. Ein letztes Mal, ich will es wirklich wissen. So, nochmal here we go. Das war nicht der schnellste Weg. Das war die beste Idee des Tages. Ja. Das war neue persönliche Bestleistung, aber mehr ist es auch nicht. Alles okay. Wir lassen es sein. Ich bin zu dumm dafür. Ich weiß nicht, welchen Weg ich fahren muss, um noch besser zu sein. Keine Ahnung und ciao. Ja, ja, ja. Sehr schön. Freut mich für dich. Habe ich jetzt aus Versehen neu angefangen? Scheinbar. Dann brechen wir das gleich wieder ab. Nee, nichts einsteigen und ciao. Auf den Mist habe ich keinen Bock mehr.
So, Wingsuit, das macht schon auch Sinn, den zu verbessern. Ja. So, wir gucken mal. Bin ich auch schon mal... Oh, 3 habe ich hier nur geschafft. Oh, 3 nur, 3. Na gut, wir schauen mal. Wir hoffen, dass es besser wird. Wobei 3 auch ausreichen würde. Man muss, wie gesagt, nicht überall, das ist das Schöne, nicht überall Nonplusultra haben. Und hopp! Bin ich früher gescheitert, weil ich nicht wusste, dass man sich auch ranziehen kann oder auch soll. Ja, jetzt kriegen wir schlechte Wertung. Nein! Das versuchen wir nochmal, das war gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Aber das versuchen wir nochmal, denn die 32 sind locker drin. Oh, schon wieder das Handy, das ist... Ich sag's ja, wenn ich aufnehme, ist das eine Katastrophe. So. Dann auf ein neues. Wow, das war jetzt todesmutig. Vergiss den einen, versuch den anderen zu nehmen, wollte ich gerade sagen, aber das hat auch nicht funktioniert. Und das gerade für den Buckler. So, prinzipiell super, super, super. Und das dürfte 5 sein mit Glück. Yeah, 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 super. Das ist schon perfekt. Und wir sind sogar auf Platz 1. Wer hätte das gedacht? Ich mach ganz kurz ja. Ich lade aber nicht, um alle zu ärgern hier, sondern einfach nur, weil das notwendig ist, dass wir nicht am Arsch der Welt sind. So, Herausforderung beenden. So, mal gucken, was wir jetzt unsicher machen können. Erstens sollten wir das hier machen. Du kannst jetzt sogar während des Einziehens mit den Waffen schießen. Das ist ja auch nicht schlecht. Das sind so die super Sachen. Wir sind hier. Haben wir das schon? Das haben wir gemacht. Haben wir das gemacht? Noch nicht. Wegpunkt setzen ist direkt hinter uns natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Also wem das hier zu langweilig ist, überspringt das ruhig gern alles. Es wird uns im weiteren Spieleverlauf einfach ein bisschen mehr Vielfalt bieten, wenn wir das mitnehmen. Und hier sind wir an einer Stelle, wo rein theoretisch gesehen auch ein Formel-1-Wagen manchmal steht. Landrennen! Habe ich das mal gemacht? Ich habe keine Ahnung. 1,56. Eieieiei. Aber würde ja reichen. Wir müssen hier keine Rekorde machen. Uns fehlt auch noch der Boost. Manche haben das sicherlich gemacht mit Verbesserung des Wagens. Beziehungsweise des Skills.
So, und jetzt gibt Gummi. Ich bin dafür, wir fangen von vorne an. Es kann nur gut sein. Okay. Wir starten nochmal neu. Das läuft schon bei uns. Das läuft. Da war ich ein bisschen zu schnell. Ja, wir machen den Wagen jetzt schon mal kaputt. So, hier ein Tunnel. Das kennen wir von eben. Also es war schlechter als vorhin. Aua, die arme Ziege. Und hier dürfen wir keinen Fuß nehmen. Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich echt verarschen? Ich verstehe es nicht. Ich muss bremsen, um zu springen. Oh, es ist zum Mäusemelken. Es ist echt zum Mäusemelken. Komm her. Ich habe da jetzt auch keinen Nerv drauf. Aber wir fahren hier direkt los. Das war schon mal sehr gut. Und jetzt fast perfekt. Ich habe keine Ahnung, wie der Kurs hier ist. Es ist ewig her, wo ich das gespielt habe. Auch mal ein Ende. Ja, jetzt da hat uns der Behinderte. Hey. Ey, ist mir so egal, wir haben es geschafft, drauf geschissen, wirklich. Und das mit den Behinderten sollte ich mir echt mal abgewöhnen. Das ist eine doofe Angewohnheit, sowas zu sagen. Denn wie gesagt, diejenigen, die sind, können natürlich nichts dazu. Ich weiß auch gar nicht, warum man sowas als Beleidigung eigentlich sieht oder nimmt, weil
Wie gesagt, letztendlich kann natürlich keiner was dazu, dass er ist, wie er ist.